Geheimakte 2, Puritas Cordis, Folge 41. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, in der letzten Folge haben wir eine Karte erhalten. Und so einige Locations sind abklapperbar. Wir waren bei einer Brücke, haben einen Schnulli und ein 5-Cent-Stück gefunden. Und sind jetzt hier vor der Metro, schrägstrich vor dem Notre-Dame-Hotel. Ja. Und ja, anscheinend ist hier ein blauer Stein verbaut, von dem wir gleich 4 Stück suchen. Ich weiß nicht, ob ich denn in die Metro reingehen kann. Kann ich denn hier irgendwas anglotzen? Hier ist wieder mal ein Kerl. Ich bin der Meinung, machen wir es wie bei der Brücke. Wir labern erstmal. Und dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht, was der jetzt mit uns zu tun haben soll, aber... Wer so lecker aussieht, bei dem sind die inneren Werte völlig nebensächlich. Alles klar, Nina. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Buongiorno, Signorina. Darf ich mich vorstellen? Alessandro Rossi. Nina Kalenko, sehr erfreut. Was macht ein gut aussehender Italiener an einer Straßenkreuzung in Paris? Ich warte auf den Bus. Oh, Sie haben gar kein Auto. Doch, natürlich. Steht da drüben. Der rote Sportwagen? Ja, beeindruckt. Ein bisschen schon. Und warum warten Sie dann auf den Bus? Ich soll ja ein paar Freunde treffen, die mit ihrem Kleinbus unterwegs sind. Sie kennen sich in Paris nicht aus und wir wollen dann von hier aus zusammen weiterfahren. Und da die Ausschilderung ziemlich mies ist, biegen die meisten an dieser Stelle falsch ab. Warum begleiten Sie uns nicht? In meinem Sportwagen ist ein Plätzchen frei. Ja, warum nicht? Ach nein, geht leider nicht. Ich habe noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Schade. Aber wenn Sie es sich anders überlegen sollten, ich bin noch ein paar Minuten hier. Sagen Sie einfach Bescheid. Sie würden sonst bestimmt was verpassen. Ach du liebe Zeit. Das war übrigens eine Hommage, das kennt ihr vielleicht gar nicht mehr. Es gab mal eine Werbung von irgendeiner Kaffeefirma. Mit von wegen, ja, sie haben mich zugeparkt und wollen sie einen Kaffee und am Schluss danach, ich habe gar kein Auto, Signorina. Oder so. War halt eine Hommage. Die Stimme von ihm ist wieder mal... Das hatte ich in anderen Adventures auch schon erwähnt, oder war es sogar im ersten Teil. Von, ich weiß gerade den Schauspieler wieder nicht mehr, der den jungen Obi-Wan gespielt hat in Star Wars. Oder Trainspotting. Oder die Insel. Ich glaube McGregor heißt er. Kann das sein? McGregor? Das ist auf jeden Fall seine Synchronstimme. Ja. Ich kann ja mal fragen, ob er einen blauen Stein gesehen hat. Die Frage mag zwar seltsam klingen, aber Ihnen ist nicht zufällig ein blauer Stein aufgefallen, der in einem der umliegenden Gebäude verbaut wurde? Die Frage klingt wirklich seltsam. Aber selbst wenn hier irgendwo ein blauer Stein wäre, so würde er mir vermutlich nicht auffallen. Habe ich mir beinahe gedacht. Die Frage klingt wirklich seltsam. Hätte man da vielleicht... Manchmal habe ich auch das Gefühl, die wissen die Situation nicht, wie sie betonen müssen, weil sie aus der Situation gerissen ist. Wisst ihr, was ich meine im Synchronstudio? Sowas interessiert mich immer. So die Betonung. Hat der Ferrari einen schweren Kratzer drin, oder was? Okay. Ich bin mal kurz weg. Schade. Ja. Was ist das denn für einer? Foto weg von Nina, die gehört mir. Bahnhofsuhr. Die Uhr ist stehen geblieben. Okay, die Uhr ist stehen geblieben. Ein schnittiger italienischer Sportwagen. Auf der Motorhaube ist ein hübsches Pferd und ein weniger hübscher Kratzer. Ferrari dürfen sie nicht sagen, oder? Können sie den jetzt antatschen, oder was soll das jetzt? Der Kratzer ist mies. Der Wagen ist durch eine Alarmanlage gesichert, die bestimmt schon bei der kleinsten Berührung losgeht. Und da ich die einzige bin, die sich hier aufhält, könnte der Verdacht unter Umständen auf mich fallen. Was soll ich auch damit? Ist jetzt der Stein unter der Motorhaube, oder was soll das jetzt bedeuten? Das macht aber gar keinen Sinn. Gulli gibt's auch noch. Ein stinknormaler Gulli. Und da können sie jetzt neu greifen oder öffnen, oder? Da kann ich nicht reinfassen. Die Schlitze sind zu eng. Und der Deckel lässt sich aus irgendeinem Grund nicht anheben. Wozu auch? Wenn ich hier weitergehe, geht's nach Paris, was auch immer das jetzt wieder heißt. Aber wieso könnten wir es ja dann auch spielen, dass wir es ohne Karte machen erstmal. Erstmal ablatschen, was das spielen möchte. Ja, wir können ja mal in die Metro reingehen, wenn sie das überhaupt tut. Alles klar, das war mal eine Metro.
Mir war jetzt ehrlich gesagt nicht klar, dass das hat von außen noch anders ausgesehen. Das war doch von außen viel höher, oder? Ist das logisch, der Screenshot? Ein Brunnen, ein Teddy? Ein Regen. Ah! Seht ihr, das habe ich halt gemeint, wo ich gesagt habe, das kann man nicht an einem Screen lösen. Ich gehe davon aus, dass wir den Regenschirm dem Straßenkehrer geben müssen. Da kann er fegen. Oder wir können den Schirm über ihn drüber halten, wenn er fegt oder irgendwie sowas. Schon beeindruckend, wie sich die Natur ihren Lebensraum zurückerobert. Ja, das ist wirklich cool. Ich habe mal einen Film oder eine Doku gesehen, so was wäre, wenn die Menschen weg wären und wie alles wieder zuwachsen würde. Da hat man so berühmte Stadien und so, wisst ihr, so, was weiß ich, das Berliner Olympiastadion oder sowas gesehen. Oder ich glaube, es war eher in Amerika, so das irgendwas Stadion, Chicago Bears Stadion oder irgendwie sowas. Wo man dann gesehen hat, wie da dann die Pflanzen sich das zurückholen oder, wisst ihr, was ich meine? Genau. Genau. Die Decke ist angestrichen. Es lässt sich leider nicht erkennen, ob da einer der gesuchten blauen Steine drin verbaut ist. Vielleicht lässt sich die schon fast abbröckelnde Farbe irgendwie von der Decke entfernen. Und sie kommt nicht ran, oder? Da komme ich nicht ran. Alles klar. Auf den Brunnen klettern? Da ist kein Wasser drin. Achso, das heißt, mit so einer Fontäne könnte ich das dann runter wässern. Oder was? Schön gemacht ist das Spiel ja schon. Ich spiele ja zurzeit das ein oder andere Adventure. Aber es ist schon hübsch und auch irgendwo, ja, machbar, oder? Sie überwältigen einen nicht mit Dingen, die man tun kann. Finde ich gut. Da wird schon lange nichts mehr verkauft. Diese Kaugummiautomaten gab es früher auch mal. Und wir haben es als Kinder benutzt, wobei ich sagen muss, ich habe es eigentlich nie benutzt. Meine Eltern haben mir immer abgeraten. Da ist aber auch Schmutz und Dreck und Abgase, also das war wahrscheinlich auch besser. Ich würde eigentlich auch, ehrlich gesagt, kein Hühnchen von einem Straßenverkäufer an der Hauptstraße kaufen. Weil da hast du ja dann das Kohlenmonoxid dann mit auf dem Hühnchen. Versteht ihr, was ich meine? Nicht, dass ich es jetzt schlimm finde, wenn es einer tut, aber ich würde es, glaube ich, nicht machen. Aber ich habe ja auch eine Zwangsstörung. Da ist ein Schild. Auf dem Schild steht Aushilfe gesucht. Vielleicht können wir uns bewerben. Ich steck das Schild mal ein. Wenn sich dieses Spiel nicht vernünftig verkauft, dann habe ich hier vielleicht immer noch eine Jobalternative. Also ich habe es gekauft bei Steam, Nina. Allerdings im Sale, ne? Und ich habe es hier im Schrank, dank einer Freundin. Als Edition, glaubst du, oder? Weiß ich gerade nicht. Auf dem Schild steht Aushilfe gesucht. Das können wir bestimmt irgendwo hinfaken. Aushilfe gesucht oder wir brauchen das bestimmt noch, das Schild. Aber jetzt wissen wir natürlich noch nicht, was das soll. Kaugummiautomat, gucken wir uns mal an. Ich möchte lieber gar nicht wissen, wie alt die Kaugummis sind. Zumindest muss man schon mit Eurocent bezahlen. Den wir ja haben. Na klar, Geld regiert die Welt und umsonst ist der Tod. Auch wenn es in diesem Fall nur einer 10-Cent-Münze bedarf. Ich habe aber nur eine 5-Cent-Münze. Früher hätte man für 5 Cent eine ganze Packung Kaugummi bekommen. Heute reicht's nicht mal für ein einziges. Ein einziges Kaugummi? Ist das nicht ein einziger Kaugummi? Brauchen wir Kaugummis? Wofür? Ein schon leicht zerfledderter Regenschirm mit scharfer Spitze. Vielleicht kann man ihn zumindest noch als Wanderstock verwenden. Ich mag auch das Tempo des Spiels. Es liegt aber auch ein bisschen an mir. Ich bin ja auch ein gemütlicher Spieler. Ich krieg's auch fertig, währenddessen Pizza zu essen oder sonst irgendwas. Ich weiß, es passt vielleicht nicht unbedingt hierher, aber ich spiele zurzeit einen alten Klassiker, The Longest Journey. Und es hat ja richtig ewige Dialoge. Nicht, dass ich es schlecht finde, aber die gehen teilweise so lang, dass ich währenddessen eine komplette Pizza verputzt habe. Ohne was zu klicken. Am besten noch mit den Füßen auf dem Tisch oder so. Hat was von Hörspiel. Aber ich schweife ab. Dann nehmen wir jetzt mal mit. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Vielleicht für den Straßenkehrer. Ich habe aber die Vermutung, so einfach wird es wohl nicht sein. Der wird entweder kaputt sein oder der wird das nicht alleine wollen. Ein schon leicht zerfledderter Regenschirm mit... Okay, das ist dasselbe. Den müssen wir ja bestimmt flicken. Was ist das für ein Uhrwerk und ein Schalt? Muss man jetzt die Uhr zum Laufen bringen oder was? Warum das denn? Das Uhrwerk gehört zu der Uhr, die draußen an der Metrostation hängt. Nee, das ist mir schon klar. Ich werde mal versuchen, die Uhr wieder in Gang zu bringen. Der Mechanismus scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. Vermutlich wird sie gleich wieder stehen bleiben. Das heißt also, sie ist eine Treppe hochgelaufen, weil die Uhr hing ja übelst hoch, wenn das die Uhr sein soll.
Jetzt habe ich nicht zugehört. Was hat sie gesagt? Wozu soll ich eine Uhr wieder zum Laufen bringen, die eh gleich wieder stehen bleibt? Keine Antwort? Na, dann lasse ich es lieber bleiben, bis ich eine gefunden habe. Ich wollte eigentlich auch mehr rechtsklicken nochmal. Das Uhrwerk gehört zu der Uhr, die draußen an der Metrostation hängt. Sie hat, glaube ich, irgendwie was gesagt, mir das Uhrwerk ist stehen geblieben. Schaltkasten? Der gehört dazu. In dem Kasten befindet sich auch der Schalter für den Brunnen. Kann ich den anschmeißen? Ich schalte den Brunnen mal an. Mach das. Geht eh nicht. Oder? Holt sich nichts. Passiert nichts. Ohne Wasser ist das aber auch nicht sonderlich überraschend. Ich schalte den Brunnen besser mal wieder aus. Muss ich da jetzt einen Eimer Wasser reingeben, damit es losbrunnet? Oder was? Blubbert. Spratzelt. Okay. Ja, ein Brunnen ohne Wasser geht kaputt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist meiner Mom passiert, solange ich da noch gelebt habe. Das klang auch richtig böse, brutal laut. Der ganze Motor war hinüber. Den Teddy können wir uns noch anschauen. Ich glaube nicht mal, dass wir hier viel machen können. Ich denke, wir müssen erstmal überall hin und dann kombinieren. Ich mag Teddys ja eigentlich, aber der hier guckt wirklich schon sehr fies. Außerdem stinkt er wie ein Iltis. Muss den trotzdem mitnehmen. Der guckt ja wirklich böse. Wie guckt denn der? Ich mag Teddys ja eigentlich. Der guckt wirklich böse. Muss ich dem den Schnulli geben, damit er netter aussieht, nein? Okay. Ist vielleicht was in dem Teddy, aber ich krieg's nicht aufgeschnitten oder sowas. Also der Schirm ist ja noch klar, aber Teddy und Schild, naja, das wird sich noch zeigen. Ich frag mich auch, was ist eigentlich mit Max? Der ist immer noch eingesperrt. Und hatte der nicht was am Fuß? Wir sind doch über diesen Abgrund gesprungen, als wir von dem Vulkan weggerannt sind. Und der hat sich doch den Fuß verknackst, oder nicht? Was ist eigentlich damit geworden? War das nicht viel, oder? Ist hier denn jetzt noch irgendwas, oder? Leertaste besitze ich ja nicht. Uhrwerk, Schaltkasten. Ich glaube auch nicht, dass es hier noch viel gibt. Wenn wir was vergessen haben, wir müssen sowieso nochmal herkommen. Dann gehen wir mal weiter nach Paris, also was das auch immer bedeutet. Wir können ihn ja nochmal fragen, ob er... Ja, was können wir eigentlich fragen? Ich wüsste jetzt nicht, was das Interessante wäre, aber... Ich probiere es einfach trotzdem. Valentino Rossi. Hallo, warten Sie immer noch auf den Kleinbus Ihrer Freunde? Ja, Sie sollten allerdings jeden Moment hier sein. Eigentlich müsste ich dringend mal für kleine Italiener, aber ich kann hier leider nicht weg, da Sie sonst vermutlich die falsche Abzweigung nehmen und den Weg dann niemals finden würden. Wollen Sie uns nicht doch begleiten? Danke, aber es geht leider wirklich nicht. Schade. In Ihrem Wagen ist ein hässlicher Kratzer. Mama mia, warum müssen Sie mich daran erinnern? Ich weiß das doch, er ist ja kaum zu übersehen. Entschuldigung, ich wusste ja nicht... Seit heute Morgen denke ich an nichts anderes. Da will ich mal einen guten Eindruck von meinen Freunden machen und leih mir diesen Sportwagen. Ach, das ist gar nicht Ihre? Nein, aber der Kratzer gehört mir. Kaum habe ich den Wagen abgeholt, schon passiert mir dieses Unglück. Beruhigen Sie sich wieder. Ist doch nicht so schlimm, ist ja nur ein Kratzer. Und so schnell wird aus einem stolzen und attraktiven Mann ein jämmerliches Häuflein Elend. Warum? Nur weil er sich da stört an dem Kratzer. Was soll das denn heißen? Das kriege ich auch fertig. Da bin ich auch ein Elend, ein jammerndes Häuflein. Gut, es ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen? Wenn es nur ein Leihwagen ist, das kann ich auch. Dass es sich allerdings Sorgen macht um den Kratzer. Die Frage ist nur, ist das versichert, wenn man einen Leihwagen hat, dann macht ein Kratzer rein? Ich denke schon, oder? Und die Frage ist halt, wie das passieren kann, so ein Riesending. Aber es müsste versichert sein. Ist das nochmal dasselbe? Die Frage mag zwar seltsam klingen, aber... Die Frage klingt wirklich seltsam. Habe ich mir beinahe gedacht. Kennen wir schon. Ich bin mal kurz weg. Schade. Naja, gut. Mehr ist aber auch nicht. Macht er da einen Leihwagen, um seine Freunde zu beeindrucken? So ein Quatsch. Ist das so ein kleiner Fiat da hinten? Das sieht aus wie ein DeLorean. Fast schon. Ja, dann laufen wir mal weiter. Was auch immer das ist. Ich nutze ja gerade die Karte nicht. Es ist aber sicherlich zum Schnellspringen. Was auch immer das heißt, Paris. Ich lasse mich von dem Spiel auch so ein bisschen leiten. Haben wir eigentlich hier schon irgendwas? Nö. Gar nichts, gell? Ja, dann lassen wir uns so ein bisschen vom Spiel leiten. Ich weiß auch nicht gerade. Irgendwie ist heute mein Mikrofon im Weg. Ist hier und die Hälfte nicht. Ah, jetzt geht er auf die Karte. Ja, sollen wir nochmal zur Brücke gehen und ihm den Schirm anbieten? Würde das was ändern? Interessiert... jetzt bin ich ans Mikrofon gestoßen. Interessieren würde es mich ja schon, ob es was ändern würde. Hier ist auch ein Symbol mit einem König. Ich könnte wetten, dass da auch irgendwie Dame oder sowas oder Königin oder... Wisst ihr, was ich meine? Drauf ist.
Ich würde das mit dem Schirm erstmal gerne probieren. Wenn das möglich ist. Ob das Sinn macht? Möchtest du mal nicht ausprobieren? Der Schirm hat so viele Löcher, der würde den Straßenfeger auch nicht davor bewahren, nass zu werden. Hm. Schade. Ready? Nein. Naja, es war ein Versuch wert. Ich könnte auch wetten. Wir müssen dem irgendwie in da einen Stein reindonnern und dann wird er nass und dann geht er fegen. Ich glaube nicht. Das ist so ein bisschen, soll ein Ablenken. Ich glaube nicht mal, dass wir den trocken halten müssen. Oder es gibt mehrere Lösungswege, aber das wäre das erste Mal. Ja, jetzt können wir auch so mal mit der Karte klicken. Dann können wir das ausprobieren. Wo soll man denn jetzt hingehen? Ich meine, rein von der Logik her würde ich sagen, nach der Reihe. Erstmal zum Gefängnis und dann können wir uns den Zoo. Der ist ja ganz am anderen Ende der Stadt. Außerdem hat er eh gesagt, dass wir da nicht hin müssen. Was nicht heißt, dass ich mir nicht mal anschauen würde. Jetzt gucken wir halt mal ins Gefängnis, würde ich sagen. Oha. Das erinnert mich an die Empfangsdame von dem anderen Gefängnis oder Irrenhaus oder was das war. Wisst ihr das noch von Geheimakte 1? Wo die so getanzt hat und so. Und ihre... Und noch irgendwas gewählt werden wollte als... Ich weiß es nicht. Bürgermeisterin und so weiter. Und mit jedem geschlafen hat, nur damit sie eben seine Stimme bekommt. Mein Gott. Diese Ausrüstung computermäßig ist aber auch schon von... Oh, weiß ich nicht. Was sind das für Geräusche im Hintergrund? Ist das ein pfeifender Wind? Außerdem kriege ich da Black Mirror 2 oder was? 1? Vibes. 1 war's. Mit Bobby und... Wisst ihr noch? Wie hieß denn der überhaupt? Der Gefangene. James oder so. Und Bobby sein... Was auch immer das war. So eine Art Teddy. Wisst ihr, was ich meine? Hieß der James? Ja, schon, oder? Wir könnten uns ja hier erstmal umschauen, beziehungsweise ich glaube, ich mache es jetzt wieder so. Warum Traditionen brechen? Ich sag erstmal Hallo, würde ich in Wirklichkeit auch machen. Erstmal grüß Gott, ich bin Nina Kalenko und suche einen blauen Stein. Mittelmäßig schön, mittelmäßig alt, mittelmäßig angezogen. Alles in allem ziemlich mittelmäßig. Die bewertet jetzt aber auch jeden, den sie trifft. In einer, wie soll man sagen, sexuellen Art, oder? Zuerst den Typen eben, jetzt sie. Okay, quatschen wir mal, oder? Hoffen wir, das kriegt man in der Folge noch hin. Wenig los hier. Ja, und hoffentlich bleibt das auch so. So hässlich ist sie doch gar nicht. Wie, das war's schon? Sieht doch hübsch aus. Die ist auch nur mittelmäßig alt. Ja, gut, dann weiß ich jetzt aber auch gerade nicht. Das ist Polizistin. Wenn ich hier die Maus habe, ist Polizistin? Alles klar. Ja, wir schauen uns um. Da ist ein Bild. Der französische Staatspräsident mit seinem fotogensten Lächeln. Wie hieß der? Macron oder sowas? Oder? Ich weiß schon gar nicht mehr. Jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Waffenschrank? Heftig? MGs, Handgranaten, Maschinenpistolen und jede Menge Munition. Scheint hier keine besonders ruhige und friedliche Gegend zu sein. Als ob die so öffentlich in so einem Kasten hängen. Wenn ich mir da jetzt ein paar Waffen rausnehme, muss ich womöglich noch eine dieser stumpfsinnigen Sumpfhuhnballereien zocken, was mich zu Tode langweilen würde. Außerdem hat mir der Lead-Designer Minispiele strikt verboten. Was? Moorhuhn oder was? Ich habe das auch nicht viel gespielt. Ich kenne es und ich habe es auch gespielt. Aber nach 4, 5 Matches hatte ich dann schon keine Lust mehr. Also lange fesselt mich sowas nicht. Im Allgemeinen Minispiele. Da gab es doch auch Sven Bohmwollen oder wie hat das geheißen? Aber ich schweife schon wieder ab. Das alles nie wirklich gespielt. Egal, was da drin sein mag, ich fass nicht rein. Und damit hier ja keiner auf dumme Ideen kommt, wird diese Option gar nicht erst angeboten. Du wühlst doch sonst auch im Müll. Police. Da ist noch eine Pinnwand. Da darf ich ja bestimmt nicht hin. Lauter Hinweise für die Bürger, wie sie sich zu verhalten haben. Im Falle von Problem, Unernst, Über, Not und anderen möglichen und unmöglichen Fällen. Okay. Ich glaube, da darf ich auch gar nicht so oder weiteres finden, oder? Ich glaube, das heben wir uns auch fürs nächste Mal auf, meine lieben Freunde. Ich stelle Nina jetzt wieder zur Rezeption, ganz brav. Vielleicht mache ich noch einen Screenshot, der Bildschirm sieht nämlich gut aus. Und in der Zeit verabschiede ich mich jetzt mal von euch, weil das war's schon mit der Session.
Mehr kann ich euch in diesem Monat nicht bieten. Wenn es euch gefallen hat, dann interagiert mit diesem Video auch gerne mit dem letzten noch. Wenn ihr das nicht gemacht habt und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann müsst ihr eben die nächste Session und die nächste Folge einschalten. Und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.